Leute, läuft der Ton? Oh, ja. Hi Leute, willkommen zurück in dieser wunderschönen Folge. Heute werde ich euch mit euch. Ja, mein Handy klingelt. Tokio erkunden. In Google Earth. Ja, wie. Wie aufregend. Eigentlich schon. Leute, wir wollen jetzt mal. In der Bucht von Tokio Godzilla suchen. Okay, Leute. Da ist Shiba müsste irgendwo. Shiba. Kawasaki ist da. Shiba müsste irgendwo da sein, keine Ahnung. Ich werde jetzt mal ranzoomen. Was ist das? Leute, haben wir etwa Godzilla gefunden? Ist das etwa Godzilla? Die waren Tatsache. Wir haben definitiv Godzilla gefunden. Es könnte ein Boot sein, aber wer weiß das schon? Es könnte auch Godzilla sein, Leute. Lasst euch da nicht drüben. Wir gehen weiter auf der Suche. Ist wahrscheinlich nur ein Boot, aber dich lassen wir im Auge. Also. Merke ich mir. Okay, was ist das denn jetzt? Hier fahren natürlich auch viele Schiffe und so ähnliche Weise. Aber was das hier ist, ist. Jetzt ich was ist das? Was zur Hölle? Sehr professionelle Aufnahmen. Ach, ich gebe mir so viel Mühe in meinen Videos. Was ist das hier? Aber ja, Leute, was ist das hier? Will uns da was die japanische Regierung verheimlichen? Halten sie etwa hier Godzilla fest? Ja. Leute, wir gehen nochmal auf die Suche nach Godzilla. Wenn das jetzt nicht Godzilla ist hier, dann suchen wir in der nächsten Folge weiter auf jeden Fall. Leute, es tut mir leid, aber ich bin gerade auf der Suche. Leute, was ist das? Hier ist doch irgendwas abgesunken. Leute, ist dort etwa Godzilla? Ich glaube, Leute, das ist der Beweis. Godzilla lebt. Oder irgendeine Lebensform in Becken von Tokio. Oder wie auch immer das heißt. Bucht von Tokio heißt, glaube ich. Leute, hier ist irgendwas ganz Faules am Werk. Wie es aussieht, müssen wir wohl wann anders nach Godzilla suchen, weil heute scheint er wohl nicht da zu sein. Ja, schade.